Der Mann der Stunde im Adlerhorst. Er hört auf den Namen Haris Hüseyini. 3 Tore in den letzten 2 Spielen hat er gemacht. Knipst er auch heute gegen den Spitzenreiter? Das ist die Frage. Die U23 aus Kiel. Sie führt die Regionalliga an. Die Gastgeber auf Platz 2. Es ist ein echtes Spitzenspiel. Die Gäste in Rot mit der ersten Aktion. Ah, und der ist gar nicht so schlecht, Leonhard. Im Tor der Hausherrin wäre aber da gewesen. Die kommen von links nach rechts dann ihrerseits. Immer noch in der frühen Anfangsphase der Partie. Und das ist Taritas, der beste Torjäger bei den Phoenix Adlern. Hier glücklos, stattdessen wieder die Kieler Sportvereinigung. Und das ist Fehler und das ist das 0:1. 13. Ligatreffer in der 8. Spielminute. Die ganz frühe Führung für die Männer aus der Landeshauptstadt. Abwehr der Gastgeber zu unsortiert. Keeper Leonhard aus der Distanz ohne Chance. Und auch in der Folge tun sich die Hausherren schwer. Stattdessen wieder Kiel, ab durch die Mitte. Wieder Fehler. Fehler und das ist nicht das 0:2. Untypisch für den Goalgetter, den lässt er liegen. 100%ige Torchance. Glück für Phoenix. Dann wieder Fehler, diesmal mit Übersicht, findet Niehoff. Und das ist Niehoff mit dem Torriecher himself, das 0:2. In der 35. Spielminute, der Spitzenreiter, er tritt standesgemäß auf. Und das ist super stark gemacht von Niehoff. Gegen Gegnerdruck bleibt er hier cool. Top-Treffer für die Gäste. Und die haben dann immer noch nicht genug. In der Mitte lauert wieder einer. Fehler, Fehler, kommt nicht zum Abschluss. Zögert hier etwas zu lange. Stattdessen dann nochmal die Hausherren, wirklich schon kurz vor der Pause. Aber insgesamt zu wenig von Lübeck. Es steht leistungsgerecht 0:2 zur Halbzeit. Dafür kommen die Gastgeber dann viel, viel besser aus der Kabine. Obuschny und das ist der Anschluss. Der gebürtige Ukrainer mit dem 1:2, 53. Spielminute. Und das macht er persönlich exzellent, aber die Abwehr der Gäste, 4 Mann stehen um ihn rum. Das darf so natürlich nicht passieren. Dem Spiel tut es gut vor 875 Zuschauern. Und die Gastgeber, sie kommen da mit ihrer besten Phase. Nächster guter Abschluss. Gästekeeper Oberbeck hätte da wohl nur zugeschaut, aber dann diese Aktion und die tut richtig weh. 60. Spielminute, Bondombe mit der Notbremse. Schiedsrichter Duschner zückt zu Recht den roten Karton. Und damit die Männer aus dem Südosten Schleswig-Holsteins nur noch mit 10 Mann. Und das wird natürlich brutal schwierig. Wir springen allerdings jetzt 15 Minuten und dann ist der Ball schon wieder im Kasten. 74. Spielminute. Am Ende ist es ein Eigentor vom Torschützen. Obuschny trifft ins eigene Gehäuse. Wakbe springt da auch noch mit hoch. Aber am Ende wird es allen egal sein. Kiel mit 3:1 vorne und jetzt natürlich in der Pole Position in der Folge. Versuchen es die Gastgeber, aber es kommt wenig. Bennett nochmal mit dem Versuch. Sein Bruder ja bei Wien Wiesbaden unterwegs. Bei ihm fehlt ja auch ein gutes Stück. Und dann ist hier tatsächlich Feierabend. Duschner pfeift das Topspiel ab. Kiel gewinnt verdient mit 3:1. Wir hören die Stimme zur Partie. Wir bereiten uns ja natürlich auf das Spiel vor. Wir haben gesehen, Phoenix wurde in den letzten Spielen nicht so sehr unter Druck gesetzt. Wussten, die haben Probleme in Drucksituationen. Deswegen sind wir von Anfang an vorne drauf gegangen und dadurch haben wir auch die Chancen bekommen. Wir denken von Woche zu Woche. Wir wollen uns jede Woche verbessern, jede Woche 100% geben, aufs Spiel vorbereiten. Und solange wir das machen, sind wir am stärksten. Sie sind die Stärksten in der Regionalliga Nord. Holstein Kiel weiter auf Platz 1. Bei Lübeck zeigen aber auch die Kleinsten tollen Kampfgeist.